2019 war ein Jahr voller Cliffhanger. Wird Nairobi von Haus des Geldes überleben? Kann Jonas aus Dark die Apokalypse abwenden? Wird Elle ihre Superkräfte verlieren? Wir fragen die findigsten Wahrsager der Welt. Katzen. 5 Samtpfoten, 5 Vorhersagen. Jede Katze kriegt ein passendes Set und wir warten ab, auf welches Entscheidungskissen sie sich kuschelt. Herzlich willkommen beim großen Netflix Oracle. Bielefeld ist Expertin für organisiertes Verfressen. Für Haus des Geldes bekommen wir von ihr Prognosen mit und ohne Gewehr. Romeo, der feurige Latin Lover mit Waschzwang. Er sagt uns voraus, wie es bei Sex Education weitergeht. Nietzsche ist super schlau und miaut in 7 Sprachen fließend. Was kann er uns über Dark sagen? Herr Alfons, mit seiner Superkraft verwandelt er Menschen in Dosenöffner. Aber kann er auch die Zukunft der Umbrella Academy vorhersagen? Max sang in ihrem ersten Leben bei New Cats on the Block. Sie hat den direkten Draht zu Stranger Things. Und wir starten am Set von Haus des Geldes. Und zwar mit unserer Expertin für Dynamitstangen und die Mäusejagd mit Bielefeld. Sie wird darüber entscheiden, ob Nairobi ihren Verletzungen erliegt oder ob sie überlebt. Nietzsche erzählt uns, wie es bei Dark weitergeht. Wird Jonas gewinnen oder setzt sich sein böser Zwilling Adam durch? Nietzsche ist ja Routinier in Entscheidungsfragen, doch man merkt ihm den Druck an, der auf ihm lastet. Hier geht's um Großes heute. Wo ist Romeo? Er ist ja als Diva bekannt und bespielt lieber die Umkleide, anstatt uns die Zukunft von Otis und Maeve aus Sex Education vorherzusagen. Nels Freunde sollte sein, heißt es, aber Max muss die Entscheidung am Set von Stranger Things heute ganz alleine tragen. Wird Elle ihre Kräfte behalten oder sie verlieren? Und es sieht bereits nach einer frühen Entscheidung aus. Es sieht so aus, als würde Max sich wünschen, dass Elle ihre Kräfte behalten darf. Nee, dann doch nicht. Sie holt sich einen Tipp ab und begrüßt ihre Fans. Was sagen denn die Fans? Sie haben ihr scheinbar einen Tipp gegeben und die Entscheidung steht. Eleven verliert ihre Superkräfte in der nächsten Staffel. Am Set von Umbrella Academy richtet Herr Alfons über das Schicksal der Welt. Und natürlich hat er auf dem Schirm, was hier auf dem Spiel steht. Doch die nassen Platzverhältnisse erschweren seine Entscheidung. Was ist das? Will er sich etwa drücken? Heieiei, was wir bisher wissen, Elle verliert ihre Superkräfte. Aber was ist das bei Haus des Geldes? Eine erfahrene Spielerin wie Bielefeld lässt sich normalerweise nicht von Bestechungsgeldern ablenken. Doch jetzt scheint sie schwach zu werden. Die Mäuse fliegen ihr nur so um die Ohren. Entscheidung bei Sex Education. Es ist nicht zu fassen. Das endgültige Aus für Otis und Maeve. Das sehen wir uns nochmal in der Wiederholung an. Mit der Zielstrebigkeit einer Abrissbirne kommt Romeo aus der Kabine und beendet kaltschnäuzig diese Romanze. So war das aber nicht gedacht. So viel Flausch und so viel Schicksal. Wir schalten zu Herrn Alfons. Der tut sich schwer, kein Wunder bei dem Druck. Oh, was ist das? Er verlässt das Spielfeld. Das gab's noch nie. Keine Entscheidung bei Umbrella Academy. Auch am Set von Haus des Geldes ist die Stimmung angespannt. Bielefeld hat sich in unschönen Bildern eben bestechen lassen. Hat das ihre Entscheidung beeinflusst? Ja, sie lässt Nairobi. Nein, sie lässt sie nicht überleben. Ist das die Entscheidung? Ja, es ist die Entscheidung. Sie schmust mit Nairobis Tod. Bielefeld, von der viele behaupten, es gebe sie gar nicht, ist präsenter denn je. Eine drastische Entscheidung, Bielefeld. Was ist bloß in dich gefahren? Zurück zum Set von Dark. Und hier ist die Nietzsche-Katze vielleicht auf dem Weg zu einer Entscheidung, ob Jonas die Apokalypse abwenden kann. Es sieht nach einer Nein. Knapp am Ziel vorbei. Nietzsche setzt sich. Der Waldboden liegt ihm. Darauf kann er besonders gut. Das hat er in der Vergangenheit, in der Zukunft und in der Gegenwart immer wieder bewiesen. Er begibt sich in einen kosmischen Wirbel, nimmt Anlauf und kann Jonas die Apokalypse abwenden. Nein. Adam gewinnt. Was für ein Spieltag. Viele Entscheidungen, viele unheimliche Entscheidungen. Sollten sich nur die Hälfte dieser Prophezeiungen bewahrheiten, wird das Netflix-Jahr 2020 ein düsteres. Zurück ins Funkhaus.